den Olympischen Spielen ist es für die Teilnehmer von Jugend trainiert für Olympia zwar ein weiter Weg, doch die nächsten Generationen stehen definitiv bereit. So auch beim Beachvolleyball. Beim JTFO-Turnier stand zudem der Teamgedanke im Vordergrund. Es ist also ein Mixwettbewerb, wo wir Jungen und Mädchen in einer Mannschaft haben, die für ein Schulteam kämpfen. Es gibt immer ein Jungenspiel, ein Mixspiel und ein Mädchenspiel. Und Sieger ist die Schule, die mindestens von den drei Spielen zwei gewinnt. Damit das Ganze erfolgreich verläuft, muss man die Teams dementsprechend aufstellen. Welche Jungen und welche Mädchen bilden jeweils ein Duo für die nächste Partie und wer versucht im Mix die Punkte zu holen? Hinzu kommt eine neue Regel, die es erlaubt, Spieler im Turnierverlauf zu tauschen. Keine leichte Aufgabe für die Coaches. Wir coachen ja drei Spiele gleichzeitig. Hat der eine Auszeit, rennst du rüber, coachen. Hat der wieder eine Auszeit, rennst du rüber, coachen. Die einen sollten mal eine Auszeit machen, machen keine Auszeit. Ich sage, mach doch mal eine Auszeit, du darfst aber von außen nichts reinsagen. Ne? Im Endeffekt müssen es die Spieler dann selbst auf den Platz richten. Eine besondere Stellung hat dabei das Mixed. Wie agiert man dabei? Wer geht eher zum Block, wer bleibt eher im Feld? Schlägt der Junge nur auf den Jungen? Ja, sonst spielt man halt eher Damen oder Herren und ist schon was Cooles, mal Mix zu spielen. Ja, klar, der Junge hätte ja Verantwortung als Mädchen übernehmen, dann ja, Fair Play gehört einfach mit dazu, dass du vor und am Netz halt abmachst, dass der Junge eher auf Junge aufschlägt und er harte Schläge macht. Es kommen halt mehr Spielzüge zustande, das einfach macht ja Spaß. Bei diesem Turniermodus kann es eben passieren, dass nach zwei beendeten Matches 1:1 steht. So wie im Halbfinale zwischen dem Giebichenstein-Gymnasium Thomas Münzer aus Halle und dem Schul- und Leistungssportzentrum Berlin. Am Ende setzte sich das Berliner Mixduo im Tiebreak durch und holte so den entscheidenden Punkt für den Finaleinzug. Alle freuen sich halt und deswegen ist es ja so ein besonderer Punkt sozusagen. Im ersten Satz haben wir uns schon ziemlich, sag ich mal, bekriegt vielleicht. Also da lief es wirklich noch nicht so gut. Wir haben noch keine Abstimmung gehabt, aber dann haben wir uns nochmal zusammengerissen und am Ende haben wir es ja dann doch drehen können, wa? Ja. Im Finale warten dann die Beachvolleyballer vom Karl-Humann-Gymnasium aus Essen. Die Nordrhein-Westfalen bezwangen in ihrem Halbfinale die Oberschule an der Ronzelenstraße aus Bremen. Die bisherigen Leistungen im Turnier versprechen auf jeden Fall ein hochklassiges Endspiel bei Jugend trainiert für Olympia.